Hi, willkommen zu meinem neuen Video. Heute starten wir mit einer kleinen Reihe aus 4 Videos, die nach Themen sortiert viele wertvolle Tipps beinhalten. Die Videos sind nicht nur für uns Lumis interessant, sondern auch für alle anderen Handarbeiter, die stricken, häkeln oder nähen. Daher teilt die Videos auch sehr gerne weiter. Im heutigen Video geht es um Kopfumfänge für Mützen, Hüte und Stirnbänder und die Wahl des richtigen Strickrings. Bleib also jetzt gerne dran, um viele Informationen und Tipps zu diesem Thema zu erhalten. Zunächst ist festzuhalten, dass die angegebenen Maße in den Tabellen, die ihr in den Suchmaschinen finden könnt, der durchschnittlichen Norm entsprechen. Natürlich sind wir alle einzigartig und unsere Maße können von denen in den Tabellen abweichen. So ist es auch mit den Angaben für Babygrößen. Also wenn da zum Beispiel Angaben gemacht werden für ein Kind mit 12 Monaten, kann es sein, dass dein Kind mit 9 oder 10 Monaten schon diese Maße erreicht hat oder auch erst mit 14 Monaten. Daher ist es wichtig, selbst mit einem Maßband nachzumessen, um die korrekten Angaben zu erhalten. Besteht keine Möglichkeit des persönlichen Nachmessens, kannst du natürlich auf die Angaben in den Tabellen zurückgreifen. Dies ist beispielsweise interessant, wenn du für dein Geschäft oder Märkte Kleidungsstücke in verschiedenen Größen herstellen möchtest. Sofern es keine persönliche Bestellung ist, liegen ja keine Maße vor. Zu beachten ist, dass für das Herstellen und Verkaufen von Kleidung bestimmte Auflagen bestehen. Näheres dazu erfährst du bei deiner Industrie- und Handelskammer oder bei der Handwerkskammer oder auch beim zuständigen Gewerbeamt deiner Gemeinde. Was die Mützenhöhe betrifft, kannst du dich natürlich an die Angaben in den Tabellen halten. Beachte, dass Hüte kürzer gearbeitet werden, da diese oberhalb der Ohren sitzen. Für diese Videoreihe habe ich die Maße aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Diese sind natürlich wieder in der Videobeschreibung aufgeführt. Ich empfehle für Mützen den E-Wrap, also die gewickelte Version der rechten Masche. Auf Deutsch nennt diese sich übrigens rechts verschränkt. Oder alternativ den U-Wrap anzuwenden, bei dem du den Arbeitsfaden von vorne halb um den Pin herumlegst und erst dann abstrickst. Natürlich sind auch Kombinationen möglich, sowie sämtliche Strickmuster, die es zu finden gibt. Pauschal kann ich dir nicht sagen, welche Methode für dich die richtige ist. Das hängt vom Garn und der Festigkeit, wie du den Faden führst, ab. Mach also auf jeden Fall eine Maschenprobe. Ganz wichtig ist es, den Arbeitsfaden nicht stramm zu führen, sondern einfach nur zu leiten. Anhand der Maschenprobe siehst du dann auch, wie viele Reihen einen Zentimeter ergeben. Einige Infos, wie sich die Garnstärken zu den einzelnen Looms verhalten, findest du im rechts oben eingeblendeten Video. Dort bekommst du schon einmal einen Überblick und siehst verschiedene Maschenbilder eingeblendet. Im jetzt oben eingeblendeten Video zeige ich dir verschiedene Möglichkeiten, die rechten Maschen zu stricken und auch wie du linke Maschen strickst. Gerade für Anfänger ist dieses Video sehr interessant, aber auch wenn du schon länger auf Strickringen arbeitest und bisher nur ein oder zwei Möglichkeiten kennst, wie du Maschen arbeiten kannst. Im heutigen Video möchte ich mich auf die klassischen Strickringe beschränken. Alternativ kannst du jeden anderen Loom in der Größe verwenden. Es gibt beispielsweise auch Modelle mit doppelter Pinzahl, bei denen sind die Abstände nur halb so groß, daher die doppelte Pinzahl und doch dieselbe Größe. Justierbare Looms kannst du natürlich passend auf die benötigte Größe einstellen. Mein hier im Video gezeigtes Set habe ich vom Action. Es gibt sie aber auch beim Woolworth und auf Amazon, eBay und sonstigen Verkaufsplattformen für Handarbeitsbedarf. Hier kommt noch eine persönliche Empfehlung. Ich würde stets die größere Zentimeterangabe stricken. Lieber klappe ich den Rand einmal um, als dass die Mütze zu klein ist. Und meist handelt es sich nur um wenige Runden, die nicht ins Gewicht fallen. Frühchen haben im Durchschnitt einen Kopfumfang von ca. 30 cm und Babys, die rund um den regulären Geburtstermin zur Welt kommen, haben im Durchschnitt einen Kopfumfang von ca. 36 cm. Für Neugeborene, Frühchen eingeschlossen, nimmst du den Strickring mit 24 Pins.
Dieser ist der kleinste im Set. Die Mützenhöhe für Frühchen beträgt in etwa 10 bis 12,5 cm. Wie bereits vorhin erwähnt, hängt die tatsächliche Anzahl an Runden natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Bei Neugeborenen beträgt die Mützenhöhe in etwa 13 bis 17 cm. Für Babys bis zu einem Jahr nimmst du dann den Strickring mit 31 Pins. Dieser ist der zweitkleinste im Set. Der durchschnittliche Kopfumfang für Babys in diesem Alter beträgt in etwa 46 cm. Die Mützenhöhe beträgt hier in etwa 18 cm. Für Kinder ab einem Jahr bis zu Teenies mit einem maximalen Kopfumfang von 53 cm greifst du zum Strickring mit 36 Pins. Dieser ist der zweitgrößte Ring im Set. Die Mützenhöhe beträgt hier in etwa 18 bis 20 cm. Für Erwachsene mit einem kleinen bis mittleren Kopfumfang bis 56 cm verwendest du ebenfalls den Strickring mit 36 Pins und arbeitest die Mütze 20 bis 23 cm hoch. Mützen für Erwachsene mit einem großen Kopfumfang bis 61 cm strickst du auf dem größten Strickring im Set. Dieser hat 41 Pins und die Mützenhöhe beträgt hier 23 bis 26 cm. Diese Angaben sind jetzt für Mützen und Stirnbänder. Wenn du Hüte machen möchtest, kannst du dich an den genannten Umfängen orientieren, arbeitest sie jedoch kürzer. Nun möchte ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben. Arbeite bei Mützen einen gefalteten Rand. Also du strickst eine gewisse Anzahl an Runden, faltest den Rand einmal um und strickst dann weiter. Der Rand muss hierbei größer als die Ohren sein. Für den Strickring mit 41 Pins stricke ich 30 bis 35 Runden je nach Muster und falte dann einmal um. Durch den dickeren Rand bleiben die Ohren auch definitiv schön warm. Mützen für den Frühling oder Herbst, wo es noch nicht ganz so kalt ist oder nicht mehr ganz so kalt ist, kannst du auch mit einfachem Rand, also ohne umzufalten, stricken. Ebenso Mützen für Babys, die dauerhaft getragen werden. An dieser Stelle finde ich Bonnets total süß, die im Grunde eher wie eine Kapuze, also ein gerades Stück gestrickt werden. Und die obere Kante wird genäht. Ein Bändchen zum Binden dran und fertig. Einfach nur süß. Für Stirnbänder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sie wie den Rand der Mützen stricken oder aber du strickst ein langes, schmales Stück und schließt dieses hinterher zu einer Runde zusammen. Je nachdem, welche Methode du anwenden möchtest, stehen dir verschiedene Möglichkeiten für Muster zur Verfügung. Zum Abschluss möchte ich dich gern noch auf dieses Video verweisen. Leider ist es bisher nur auf Deutsch verfügbar. Ich finde aktuell einfach keine Zeit zum Übersetzen. Aber du kannst in dem Video natürlich alles genau sehen und das Video ist so erstellt, dass es auch ohne Deutschkenntnisse gut nachzuarbeiten ist. Das war's für heute. Ich hoffe, dieses Video war für dich interessant und ich konnte dir damit ein wenig weiterhelfen. Wenn das so ist, lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Nur so ist es mir möglich zu wachsen und diesen Kanal am Laufen zu halten. Abonnieren und Likes sind für dich übrigens vollkommen kostenlos. Mit Aktivierung der Glocke wirst du über neue Videos benachrichtigt und mir hilft es zu wachsen und bekannter zu werden. Schließlich steckt in den Videos unglaublich viel Arbeit, Zeit und auch Geld. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine schöne Zeit. Pass auf dich auf. Mach's gut.